Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen bei meinem Kanal. Ich bin heute im Nacht. Warte, da gibt's ein Auto. So. Ich mache heute eine Challenge für euch und diese Challenge bedeutet ein Nachttag. Es ist jetzt Nacht. Schaut mal, es ist dunkel draußen und niemand, doch nur 13 Menschen sind da, aber nicht viel, weil es ist dunkel. Die Leute schlafen schon und wir waren bis jetzt im Park. Es ist jetzt 19 nach 38 Uhr. Und ich mache heute was dazu, wenn ich vom Park oder von wo zurückgehe. Dazu, diese Challenge ist für euch. Ich glaube, es bedeutet so, aber ich weiß jetzt nicht, wie es heißt. Ein Nachttag, glaube ich. Ich glaube, ja. Daumen nach oben, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Unser Auto haben wir da unten hinter uns parkiert. Weil bei uns, wo wir wohnen, gibt es keinen Platz dazu für Parkieren jetzt in Nacht. Darum, schau mal, das sind viele Leute. Nein, nicht viele Leute, aber viele Autos, die sie parkieren. Und ich habe jetzt eine Sackel dazu. Und da gibt's eine Eis und so weiter. Und ich glaube, diese Challenge wird gut sein. Wenn ja, dann gebt einen Daumen hoch, abonniert meinen Kanal und aktiviert die Glocke. Es ist kalt. Wir sind mit so dicken Jacke. Das ist schön. Meine Hände sind nur kalt, aber bei mir alles ist heiß, weil diese Jacke so, es macht heiß, oder was heißt, diese Jacke macht heiß, oder, ja. Meine Haare ist jetzt, sie war offen, aber ich habe sie zugemacht, weil das geht hier in der Auge. Es gibt's Leute, bis bald. So, da ist die Penny, unsere Geschäft. Und jetzt gehen wir zu Hause, weil es ist kalt bei uns. Ich weiß jetzt nicht, wie viel Grad es oder was heißt ist, aber es ist kalt. Das will ich nur euch sagen. Meine Hände frieren oder wie es heißt, sind sie kalt. Meine Hände sind kalt. Meine Hände sind kalt wie der Schnee. Echt jetzt. Und meine Jacke macht gut. Meine Jacke ist so, dass sie macht heiß. In drinnen macht sie heiß, aber nicht in meine Hände. Fast jede Leute. Fast sind wir zu Hause. Wir sind da oben. Wir wohnen da oben wo. Was soll ich? Ah ja, manche Leute oder manche Menschen sind mit Handschuhen, mit Kappe und mit so bla bla bla. Aber wir sind nicht. Und ja, bis bald. Uff, ja, so rutscht die. Ach so, okay, okay. So Leute, schaut mal meine Hände. So Leute, da ist der Aufzug. Und gehen wir zu Hause bei uns. Na Gott sei Dank ist da drinnen nicht kalt. Weil dann... Ich habe jetzt die Schlüssel für unsere Tür. Und jetzt, wenn ich zu Hause bin, werde ich mich einfach die Jacke anziehen und das heißt, die Jacke weggeben, die Schuhe weggeben und dann fangen wir mit diesem Nachttag
sagen. Los. Bis bald. So Leute, jetzt beginnt der Challenge. Jetzt bin ich zu meiner Zimmer endlich gegangen, weil draußen ist Wind gekommen. Und ja, Leute, jetzt beginnt die Challenge und los! So, die erste, was ich mache, soll ich ziehe mich an. Ich gebe alles runter. Ich ziehe meine Pyjamas. Wo sind meine Pyjamas? Da. Socken. Einfach Socken ziehe ich auch, weil da in meinem Zimmer auch ein bisschen so kalt ist und so. Und das da, diese Dings da ist in 0. Darum muss ich es am 3 machen. Und jetzt mache ich. Warte, so 3 passt. So, jetzt ziehe ich einfach meine Pyjama. Und dann, ich habe jetzt diese Schminke. Schaut mal, diese Schminke, diese Dings da. Ich weiß jetzt nicht, wie es heißt, aber einfach habe ich ein bisschen Schminke angegeben. Und jetzt einfach ziehe ich meine Pyjama und ja, bis bald. Ich bin jetzt fertig und ich freue mich sehr. Und danach gebe ich jetzt meinen Schminke raus auf mein Gesicht. Darum brauche ich immer diese Servietten hier. Diese Soft Star Servietten. Ja, aber leider gibt es heute keine Servietten. Darum schaue mal, ob es andere Servietten gibt. Und ja, aber diese sind besser als die anderen. Aber für heute brauche ich anderen. Bis bald! So Leute, jetzt habe ich endlich etwas diese Dings da genommen. Das ist ein Vetom Ace Cray Lara Baby Soft. Diese Servietten ich glaube, es ist für Babys, aber ich muss das haben. Dazu, ich bin nicht Baby, aber leider hat mein Papa diese genommen und er hat leider nicht geschaut, was es ist. Er hat das an sich genommen und das Geld gegeben, dieser Mensch. Oder wie es heißt. Ja. Da gibt's bei mir gibt es einen Spiegel. Da. Und jetzt brauche ich diesen Spiegel für meine Schminke rausgeben. Weil, ja, ich kann nicht. So. So. Und los geht's. Ich kann auch da schauen, es ist kein Problem. Ich liebe jetzt nicht diese Servietten, aber die anderen sind schöner, aber meine Mama hat gesagt, dass sie morgen kauft. Es sieht jetzt nicht toll aus, aber ich muss das machen, weil, ja. Und dann nehme ich meine Creme. Ich zeige es euch mal, wartet. Wenn ich fertig bin, dann zeige ich es euch. Wartet. So. Morgen ist Schule. Es ist jetzt 19 nach 59 Uhr. So 8 Uhr oder so etwas. Ich muss meine Schminke rausgeben, weil dann kann das nicht so bis morgen bleiben. So, ich glaube, jetzt passt es aber nur das andere. Aber sie riechen gut, diese Servietten riechen gut. Ja, die riechen so nach Blumen. Nach Blumen riechen sie, aber echt gut, toll. Warum geht das nicht raus? Schaut mal, wie viel ich genommen habe. Aber ich nehme jetzt nur 1. Und die anderen lege ich wieder drinnen in die Kiste. Ja.
ja. Entschuldigung, dass ich jetzt Video mache, aber ich will auch so eine Tag haben, Nachttag, wie es heißt. Und darum nur zur Entschuldigung. Ja. Ja, jetzt mache ich das andere Auge und ja, bis bald. So Leute, jetzt brauche ich eine Creme. Ich nehme jetzt meine Creme und bring's her. Bis bald. So Leute, ich habe jetzt hier drei Creme, die ich euch heute so zeige. Erste Creme ist der da. Meine Mama hat gesagt, der ist für Füße, aber es riecht gut und ich glaube, der ist besser für mich. Ich nehme jetzt verschiedene Creme für mich und für mein Gesicht und so weiter und für alles, dass es weich so ist. Und so, diese Creme habe ich auch genommen und diese Creme macht so weiches Gesicht und weiches Bein und so weiter. Ja, und diese Creme ist auch für Füße, aber von Todai. Fuß Soft, da steht schon. Das riecht jetzt nicht so gut, aber ja, das ist für den Fuß, für die Füße. Ich nehme das manchmal, wenn meine Füße so mich tuten, weh oder ja, bla bla bla. Aber manchmal nehme ich sie, wenn ich so, das steht für samtweiche Füße und schöne Nägel. Das ist für Füße und Nägel. Aber für Füße verwendet man Jesa. Dazu, ja, ja. Ich verwende das manchmal auch für die Füße, aber wenn sie mich nicht wehtun, dann verwende ich es. Einfach, es macht auch weich und ja. Der letzte Creme ist der da. Der heißt sofort einzeichnende Handcreme. Neutrogena. Riecht jetzt nicht so gut. Ja, aber er macht auch weich. Und heute nehme ich so zwei Creme, wenn ich sage. Oder ein Creme. Ich glaube, ich nehme nur eins. Und das dann nehme ich. Meine Mama sagt, es ist für alles, aber aber für die Füße und für so die Hände oder wenn ich jetzt Beispiel meine Gesicht oder alles ist mir jetzt nicht weich und darum brauche ich jetzt diese Creme 100%. Darum nehme ich jetzt diese Creme. Meine Mama sagt, es ist für Hände und für Füße oder wie es heißt. Aber ich habe da hinten gelesen, schaut mal daran, das kann es gelesen und da steht, das ist für Hände, für Füße und für alles, steht da, habe ich jetzt gelesen. Ah, ich glaube, ich nehme jetzt diese Creme, das ist für alles, wie ich euch gesagt habe, das macht weich und los geht's mit der Challenge, los ist mit dieser Creme. Meine Füße tut mir jetzt nicht so, aber naja, ein bisschen. Und darum nehme ich für meine Füße das dann, diese Creme. So Leute, erst mit dieser Creme und los geht's. Ja, jetzt vermische ich das. Und ja, bis bald.
meine Socken werde ich aber nicht aufmachen, oder was heißt, weil es ist nur bis da fängt es und bis da wird es so zu meine Füße, glaube ich nicht, aber so zum da fängt es an und zu meine Füße bis da stoppt es darum. So, jetzt bin ich fertig, jetzt mit anderen Fuß, bis bald. So Leute, ich bin jetzt fertig. Jetzt mache ich das zu und jetzt lasse ein bisschen das Creme so ein bisschen trocknen oder was heißt. Und da weiter mache ich mein Gesicht und meine Hände. Bis bald. Ich glaube, da drin gibt es nichts. Da drin gibt es kein Creme, weil es kommt nicht hier unten. Ich hoffe, es kommt, weil... Ja, aber... Mann, komm jetzt. Es hat ein bisschen gekommen. Ja, bis bald. Super. Ja. Aber nicht in den Mund, nicht da und nicht in den Lippen und nicht auf den Augen, weil einfach, ich mach's nicht, aber ja, ich will nicht, dass mein Mund ist mit Creme so. Die Nase muss man aber schon. Und ich will es nicht, dass meine Augen und mein Mund mit Creme so gemischt sind. Und jetzt mache ich so. So, und jetzt das letzte, was ich mache, ist noch ein bisschen Creme nehmen von dieser, von der Creme. Okay, es hat gekommen. Gott sei Dank. Und jetzt mache ich es auf meine Hände so, ja, bis da und bis da unten. Bis da und ja, das der Creme. Ja. Das war so. So, aber nicht rausgehen oder nicht nach oben gehen, einfach, ich will auch das nicht, darum habe ich einfach so, aber ich glaube, jetzt mein Gesicht einfach so besser als vorne, einfach vorne war das nicht so gut oder nicht so weich und ich glaube, wenn ich es jetzt so eingreife, ist es besser als vorne. Ja, und meine Beine auch jetzt. Schaut mal, wie weich. Wie schön. Super. Und ein bisschen gibt es aber auch Glitzer auf der Hände. Schaut mal. Auf die Hände. Gibt es ein bisschen Glitzer, wie ich sehe. Nein, nicht Glitzer, aber... Ja, das war's. Zum Schluss, ja, die drei Creme nehme ich am meisten, die drei Creme nehme ich am meisten, so wie es heißt. Diese ist für Füße, wenn euch der Fuß so tut. Mein Fuß tut mir jetzt weh und darum habe ich jetzt ein bisschen mit dieser Creme angedingst, wie es heißt. Aber jetzt glaube ich, tut mein Fuß nicht weh oder, naja, ein bisschen, ganz bisschen tut mein Fuß weh, aber nicht wie später. Später wie Dingster, wie vorher. Und diese Creme ist für Hände,
für was noch? Ja, diese Creme ist nur für Hände und ja, nur für Hände. Diese Creme ist für alles, zu sagen. Und ja, Leute, das war's. Zum Schluss werdet ihr sehen, was da ist. Und zum Schluss, ja. Zum Schluss werde ich essen und dann meine Zähne putzen und dann schlafen gehen. Aber dieser Tag wird heute Nachtroutine. Ich glaube aber ja, ein Nachttag. Besser, oder? Ja. Zum Schluss werde ich mir erst essen und dann meine Zähne putzen und dann schlafen gehen. Aber dafür, ich habe jetzt keine Hunger leider. Und darum gehe ich einfach jetzt meine Zähne putzen und gehe schlafen. Ah ja, und meine Haare wird so bleiben bis morgen. Dazu, heute ist der 25. September, Mittwoch. Und morgen ist Donnerstag und übermorgen ist Freitag, der letzte Tag. Und dann Samstag haben wir frei. Juppa. Ja. Ja, ich sage jetzt mit euch bis bald. So, ich bin jetzt im Badezimmer. Ich nehme jetzt immer diese Zahnbürste. Diese Zahnbürste, diese heißt Tiptop Wien. Ich glaube, das ist so blau-grün. Das ist nicht meine Lieblingsfarbe, aber dafür habe ich ich habe von wem das Geschenk gegeben. Dazu, wie soll ich das sagen? Ich hatte, wenn ich so 5 Jahre war, klein, wenn ich so klein, fünfjähriges Kind war, ich hatte so die Farbe grün und blau. Schönste Farbe grün und blau. Und das war meine Lieblingsfarbe grün und blau, wenn ich 5-jähriges Kind war. Und wenn ich klein war, hat mein Freund auf meine Kindergarten diese Zahnbürste geschenkt. Es war groß, darum hatte ich auf einen Zettel. Ich war klein und ich hatte kein Geschenk dazu. Ich hatte Geschenke, aber ich hatte kein Papier zu. Also ich hatte kein Papier, es zu so verbinden, oder das heißt, das zu machen, die Zahnbürste. Und darum habe ich gebraucht ein Papier. Entschuldigung, ich war es, keine Angst. Ich hatte geglaubt, ich habe ein Papier genommen und das so zugemacht, diese Zahnbürste mit Papier, geringelt, ringelt, ringelt. Und dann habe ich es mit Dixo, 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 da oben und da unten mit Dixo. Und wenn ich jetzt groß bin, 10-jähriges Kind, war ich. So, jetzt bin ich 10-jähriges Kind. Ich hatte es wann genommen, diese Zahnbürste? Ich weiß jetzt nicht wann, aber ja, diese Gedicht war so, dazu diese Dings da war so. Meine Freundin hat es mir geschenkt und ich nehme jetzt diese Zahnbürste mir. Dazu, es ist mir doch. Und ich habe es. Ich weiß jetzt nicht, wann habe ich diese Zahnbürste gefunden, aber so wenn ich nun, ich weiß jetzt nicht, wann habe ich jetzt diese Zahnbürste gefunden, aber ich habe um 9 Uhr, um 9 Jahre diese Zahnbürste so geschaut, gefunden.
Und wenn ich jetzt 9 oder 10 Jahre war, ich weiß jetzt nicht wann, habe es gefunden. In 9 Jahre oder 10, weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt diese Zahnbürste in 9 oder 10 Jahre gefunden. Und darum nehme ich immer diese Zahnbürste. Das ist meine Lieblingszahnbürste, weil das hat mein Freund geschenkt. Und heißt, ich glaube, jetzt schreibt ihr unten einen Kommentar, dein Freund schenkt dir nicht schöne Sachen, bla 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 bla. Aber wir sind jetzt keine Freunde. Ich habe ihn vergessen. Was? Wer ist mein Freund? Ich habe vergessen. Und wie heißt der? Habe ich auch vergessen. Und darum, leider sind wir jetzt nicht Freunde und nicht Freundin und nicht etwas anderes. Und nicht bla bla bla. Ich habe einen anderen Freund jetzt in meiner 4. Klasse. Ja, er ist in 4. Klasse, in meiner Klasse. Egal, jetzt dieses Thema werde ich in einem anderen Video erzählen, wenn ihr wollt. Wenn ihr wollt, kann ich euch dieses Video in diese Ideen oder was ich euch jetzt gesagt habe, in einem anderen Video sagen, noch einmal. Aber es wird noch langes Video wird das und ihr werdet auch etwas für mich so, ihr werdet etwas für mich so erfunden, neues erfunden. Aber wenn ihr wollt, könnte ich noch ein Video machen für diese Idee oder was ich jetzt euch gesagt habe. Ja, Hashtag ja oder Hashtag nein. Schreibt unten einen Kommentar. Jetzt putze ich meine Zähne endlich und ich will jetzt schlafen. Psch. So, ich brauche jetzt noch diese Zahnpasta. Diese Zahnpasta heißt Ekelstilkins. Ich weiß jetzt, dass diese Zahnpasta ist für Babys und für Kinder, die kleine Kinder sind, klein als mich. Aber ich kann jetzt nicht so eine Zahnpasta brauchen oder so eine Zahnpasta meine Zähne putzen, weil einfach das macht mir das. Ich kann es nicht, weil es ist so. So nicht gut. Mir gefällt das nicht, darum brauche ich nur diese Zahnpasta. So Leute, ich putze jetzt mal endlich meine Zähne. Ich kann es auswarten. Und darum. Die Farbe ist rot von dieser Zahnpasta. Meine Haare sieht nicht gut aus, oder? Ich glaube ja. Aber heute habe ich jetzt mit Dingster Boomster ich weiß nicht, wie es heißt. Ich kann ein bisschen Deutsch, wie ich euch gesagt habe. Ich kann ein bisschen Deutsch. Ich kann jetzt nicht viel Deutsch. Ich kann jetzt nicht viel Deutsch so sprechen. Darum mache ich immer Videos, die sehr bulgarisch sind. Entschuldigung für das da, aber nur zur Info. Soll ich das mit den Zähnen putzen?
So, ich bin jetzt fertig mit meinen Zähnen. Und jetzt putze ich meine Hände oder wasche ich meine Hände mit dieser Seife. Diese Seife heißt Aveo Lavente Traum flüssige Seife. Und los geht's. So, warte. Schaut mal, die Seife, das war drunter. Und es riecht gut, die Seife riecht gut. Warum? So, jetzt habe ich da noch diese Handtuch. Nein, ich habe das gar nicht gesagt. So, jetzt noch die andere Hand. Puh, meine Füße tun mir weh. Na ja, ein bisschen, aber wenn ich noch still lang, dann tut es noch lange weh. Also, jetzt so machen. Gesicht oder mein Mund, wie ich euch gesagt habe.